Schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Niki Kern und ich habe heute die Freude, mit Georg Redelhammer zu plaudern. Der Georg ist ein Kämpfer, wie er im Buche steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo Georg, noch einmal. Hallo Niki. Ich darf kurz ein paar Worte zu dir Gerne. Sagen. Der Georg ist bzw. war multiple Sklerose-Patient. MS ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems und verläuft sehr unterschiedlich, meist mit schweren bleibenden Beeinträchtigungen. Heilung gibt es laut Schulmedizin keine und diesem Schicksal wollte sich der Georg nicht beugen. Mhm. Auf verschiedensten Wegen hat er nach einer Therapie gesucht, um seine Krankheit zu stoppen. Und dazu hat der Georg ein wunderbares Werk verfasst, über das wir uns jetzt unterhalten. Gerne, Georg, ja. Was war deine Motivation, dieses Buch zu schreiben und worum geht es in diesem Buch? Also du hast es eh schon ganz richtig gesagt am Anfang. Ich sehe mich selber als MS-frei, also ich hatte MS, ganz richtig. Ich habe dann eine Therapie gemacht in Russland und bezeichne mich jetzt als MS-frei. Die Motivation, dieses Buch zu schreiben, hat begonnen, wie ich in Russland im Krankenhaus war. Und da gab es einen Moment, das werde ich auch nie vergessen, da hat eine Frau kam da zu mir und hat gesagt, ich soll unbedingt in das Zimmer kommen, da liegt ihre Mutter und die macht jetzt auch diese Therapie und ich bin doch so positiv und ich sollte doch einfach nur zu ihr gehen und mit ihr reden. Und dann bin ich zu ihr gegangen und mit ihr geredet und die war so glücklich und happy, dass ich mir gedacht habe, alleine durch meine Energie, dass ich gesagt habe, irgendwie offenbar habe ich eine Kraft, eine Energie, die anderen hilft. Weil mir hat so natürlich sehr geholfen, meine Einstellung. Und daher habe ich da gedacht, ich muss das eigentlich irgendwie, ich muss da was machen daraus nachher. Und das war im Oktober 2019. Und hab dann, als ich dann zurückkam nach Österreich im Januar, Februar 2020, dann gedacht, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Und habe dann einfach begonnen, mein Buch zu schreiben. Anfänglich wollte ich eigentlich nur über diese Therapie schreiben, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich. Auf die Therapie kommen wir mal. Ja, ja. Und ich wollte nur sagen, eigentlich habe ich dann nur geschrieben über die Reise, die ich da, dann wurde mir bewusst, was ich eigentlich alles für einen teilweise Schwachsinn vielleicht gemacht habe. Da haben wir dann eher ein paar lustige Anekdoten. Und wie gesagt, ja. Auf die Therapie gehen wir ja dann natürlich nur besonders ein. Aber jetzt ganz eine wichtige Frage, Georg, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich wache jeden Tag mit dem Bewusstsein auf, dass ich das nicht mehr habe. Und ich aber mit den Folgen zu kämpfen habe, im wahrsten Sinne des Wortes, von eigentlich fast 8 Jahren schlechten Gehens. Also ich gehe immer schief. Und wenn mich jetzt gehen siehst, ich gehe ja nicht wirklich sehr sportlich, sondern ich halte mich ja auch teilweise wackelig auf den Beinen. Aber das ist ein Status, den habe ich jetzt schon seit 2, 3 Jahren und ich hoffe, dass das besser wird und ich hoffe, dass das... Dass die Chance und die Möglichkeit durch genau. Das bin ich überzeugt davon. Das war nämlich vorhin davon. Auch eine Frage, das passt jetzt gleich von einem Zuseher, wenn man dich nicht kennt und ja. Nicht weiß, dass du die, also wenn man dich sieht und nicht weiß, dass du die Krankheit hast, ob man dir das ansieht, war jetzt, eine Frage. Jetzt sieht man es mir an. Man hat es mir lange nicht angesehen. Ich habe es auch lange geheim gehalten. Ich habe es niemandem gesagt. Auch in der Arbeit habe ich es niemandem gesagt. Aber jetzt erkennst du es, weil jetzt gehe ich wirklich, bin ich ein Wackelkandidat. Ja. Ich gehe, also am Gehen siehst du es. Ja. Okay. Georg, wie bist du überhaupt draufgekommen, dass irgendwas nicht stimmt? Das war im Jahre 2002. Und zwar, da habe ich habe immer beim Duschen gemerkt, ich habe eine taube Stelle am Oberschenkel, also einem rechten Oberschenkel, und habe gedacht, das ist nicht normal, das geht nicht weg. Zuerst habe ich mir gedacht, das ist irgendwas eingeschlafen oder Magnesiummangel oder keine Ahnung.
alle Fälle bin ich dann zum Neurologen in der Schweiz und offenbar hatte der schon einen Verdacht und dann habe ich eine Liquorpunktion gemacht, hat er mich ins MRT geschickt, also in die Röhre. Dann hat man mir gesagt, ich hätte MS. Und dann hat es mir natürlich, Na so. genau, Wie geht ich man da bin, um im ersten Moment, wenn man so eine Diagnose bekommt? ja, so wie ich es im Buch schreibe, es stürzt eigentlich ein Kartenhaus über dir zusammen. Du gehst dann, bist nur Ski gefahren, denkst dann und ohne irgendwas und auf einmal hast du so eine Diagnose. Ich habe auch nicht mich wirklich damit beschäftigt, was das eigentlich heißt. Ich habe auch nie, bin nie in Foren gegangen und habe mir das angeschaut. Das hat meine damalige Frau das getan. Aber ich wollte das gar nicht wissen. Für mich war das okay, ich habe jetzt diese Diagnose, aber Du wolltest das gar nicht zulassen nein, und eigentlich selber ich nicht habe es auch glauben. zuerst verleugnet. Ich habe gesagt, nein, ich habe es nicht. Ich hab das nicht, ja. Ich habe das nicht. Und die körperliche Auswirkung ist aber immer intensiver geworden, beziehungsweise wie es dann losgegangen ist. Jahrelang nichts, also ich habe dann jahrelang nichts gemacht, nichts gespürt eigentlich. Ich hab dann sofort mit Interferonen begonnen, weil der Arzt hat gesagt, da kann man eh viel tun, da gibt es viele Präparate, Medikamente. Dann habe ich dann Avonex gespritzt, heißt dieses Präparat, einmal in der Woche. Und eigentlich bin laufen gegangen, ich bin sogar diesen Zürich Halbmarathon gelaufen, obwohl ich nie einen Halbmarathon gelaufen bin, aber ich bin anders Ski gefahren. Aber irgendwann einmal, auf einmal, wollte ich Skifahren, das weiß ich noch wie gestern in Hintersee, in Salzkammergut, bin ich auf den Skiern gestanden, stand auf den Skiern, bin mit dem Lift draufgefahren und ich konnte nicht mehr Skifahren. Ich dachte, was ist jetzt los? Taubheitsgefühl in den Beinen oder Ich wie hat konnte es sich nicht das mehr angefühlt? steuern, ich konnte es nicht koordinieren, ich konnte nicht. Ich wusste nicht, wie ein Schwung geht oder dass eine Kraft, wo ich die Kraft hinsetzen sollte, die war komplett. Obwohl du so ein leidenschaftlicher Skifahrer bist Ja, und das dann genau. auch ein Ja, Ansporn war, dass du genau. das tun wirst, weil du wieder Skifahren willst. Ja. Und damals bin ich in den Berg gestanden und dann bin ich runtergerutscht. Ja. Das war meine Tochter war da mit, meine Kleine. Und das war furchtbar. Und dann wusste ich, okay, jetzt musst du das ernst nehmen. Okay, dann war der Zeitpunkt, wo du zu Beginn normal mit Tabletten begonnen hast, oder war das dann schon der Zeitpunkt auf der Suche nach Heilung? Na, da ich habe schon in der ganzen Zeit, also mir gedacht, irgendwann habe ich dann gewusst, okay, ich habe das jetzt und dann habe ich halt versucht, alles Mögliche, ja, so wie ich es im Buch geschrieben habe, also von Teilweise sehr abenteuerliche Familienaufstellung, Erlebnisse. ja, du fängst immer wahrscheinlich an mit der Familienaufstellung, denke ich einmal, das macht wahrscheinlich jeder. Von Frauen inspiriert oder dann bin ich auch zu Astrologen gegangen, zum Schluss dann auch noch in Moskau zu so Hexen oder die Numerologie und so weiter. Also du versuchst du dann wirklich alles und alles hat irgendwie halt war Teil meiner Reise und dann eigentlich ein Zeichen davon, dass es oder für mich, dass ich einfach weiterschaue und weitersuche. Ich muss diesen Trigger finden, dass ich diese Krankheit nicht wirklich nicht mehr habe. Hast du das in dir immer gespürt, dass es da einen Weg gibt, dass du das einfach nicht akzeptieren willst, dass du MS-Patient bist? Weil es ist ja, wie gesagt, laut Schulmedizin unheilbar und man muss sie Ja, sozusagen. ich war immer der Überzeugung, ich finde diesen Auslöser. Ich habe es nicht nur geglaubt, so wenn du sagen, ja, das Konstrukt glauben oder ja, wenn du meinst, sondern ich war wirklich überzeugt. Mit der tiefsten Überzeugung habe ich alles, was ich gemacht habe, ich mit der tiefsten Überzeugung begonnen. Und das ist es jetzt. In der Hoffnung, gesund zu werden. Ja, Du genau. schreibst ja auch in deinem Buch sehr launig über deine Erfahrungen. Also es ist teilweise wirklich sehr amüsant und es ist so schön, wie ehrlich du darüber schreibst. Das ist ja herzerwärmend. Ja. Was war das Kurioseste, was du auf deiner Reise erlebt hast? Auf deiner Also, Reise zur Heilung? ich habe viele, wirklich viele Dinge ausprobiert. Das Kurioseste, oder sagen wir so, das für mich, und was ich auch einmal, glaube ich, am ziemlich launigsten beschreibe im Buch, ist, wie ich, meine damalige Freundin, das war eine Russin,
die hat gesagt, ich solle doch zu einem Guru gehen. Sagte so, Guru, ich kenne keinen Guru. Hat gesagt, na, weil eine russische, bekannte russische Künstlerin, die kenne ich auch, die ist bei diesem Guru und das ist nämlich super, weil der ist in Deutschland. Und ich sagte, okay, ein Guru in Deutschland, das könnte ich machen, weil nach Indien, ich kenne auch keinen indischen Guru, also nach Indien zu fahren und dann irgendwo nach Goa oder Eben, wenn irgendwo. der indische Guru schon in Deutschland ist, dann ist Ja, es eher genau, der dachte, faire Weg. okay, da gibt es einen indischen Guru in Deutschland, in Frankfurt hat er seinen Ashram. Und ich dachte, jetzt fliege ich dorthin und der Guru, ein Atma Krishna Yoga Seminar, und das wird es sein. Und dann bin ich dort hingeflogen, ja. Und Wieder mal das, voll mit Hoffnung, dass ja. das jetzt die Ja, Heilung aber erfahren. das ist halt, und ich lese euch das jetzt ganz kurz vor, Ja, bitte, bitte. weil das ist wirklich, das zeigt so die, auch der Mut, in dem ich bin und in dem ich danach war, wo ich mich über mich selber eigentlich gelacht habe, wie bei so vielen, was ich getan Ich blende mal dazwischen wieder mal dein Buch ein, aus dem es gut ist. habe. Ja, genau. Also ich bin nach Frankfurt geflogen. Das war in der Nähe von Frankfurt ein Landhotel. Da habe ich dann eingecheckt. Im Hotel am Land schnell eingecheckt, fuhr ich am Freitagnachmittag dann gleich mit dem Taxi zum Ashram, jenen Ort, an dem der Guru seinen Sitz hat. Ein einige Hektar großes Gelände am Land. Die Einfahrtsstraße zum Gelände war gesäumt von bunten Wimpeln und deuteten schon auf eine frohe Stimmung hin. Ich saß im Taxi, atmete ruhig und wähnte mich in einem Roadmovie der 60er Jahre, spürte hier in den endlosen Feldern einen Hauch von Woodstock. Der Wind blies Landluft durch das leicht geöffnete Fenster. Ich schloss die Augen und dachte an Freiliebe, LSD, Jimi Hendrix und die Beatles und wie das damals wohl gewesen war. Beim Anblick des Ashrams, der mich an die nüchterne Betonbauweise eines Studentenheimes aus den 70er Jahren erinnerte, erwachte ich aus meinen Träumen. Mystisch oder spirituell war hier nichts. Nur das Pärchen, das mir in weiten Gewändern und mit Jesuspantoffeln aus dem Ashram entgegenschwebte, erfüllte meine Vorstellung eines indisch angehauchten Communities von Hare Krishnas Jüngern. Im Ashram herrschte Ruhe und wie ich es erwartet hatte, lächelten alle, denen ich begegnete. Im Grunde schön, doch war es authentisch. Lächelten sie, weil sie zufrieden sein mussten oder weil sie wirklich glücklich waren? Auch im Ashram musste ich einchecken. Erste und wichtigste Handlung war das Aushändigen einer Plastikkarte, auf die ich Geldbeträge laden konnte. Lade den Geldbetrag drauf, den du brauchst. Du kannst alles hier mit Karte bezahlen, sagte mir der etwas 20-jährige Jünger am kalten Rezeptionstresen. Was soll ich denn hier bezahlen? Ich besuche ein Seminar und die 300 Euro habe ich schon bezahlt. Natürlich, doch hier drüben haben wir einen Shop. Ich verstand und wurde stutzig. Wohl doch nicht so spirituell, dachte ich. Und so ist es dann weitergegangen. Und ja, Ich lange habe Rede, ja kurzer dein Sinn, Buch das war natürlich sehr gelesen lustig. und das also Überraschendste und was mich auch geärgert hat, also bei vielen Ja. Methoden, die du versucht hast, dass mit einer Krankheit Menschen gibt, die damit Geld machen wollen. Und eben gerade auch mit der Guru-Erfahrung, wo sie dir dann auch nur so den Buddha und weiß ich nicht, wie viel Geld verkaufen wollten Ein und Buddha um ja. 300 Euro, weil ihn der Guru angegriffen hat. Aber ich verstehe deine Frage, Nicole. Ich habe aber gesehen, dass viele Menschen zum Beispiel glauben extrem daran und denen gibt der Energie. Das sind ja diese Ashram zum Beispiel, sind lauter Bilder und Fotos von diesem lachenden Guru. Und die sind alle überzeugt davon und die glauben daran und denen gibt es ein besseres Leben. Also ich belächle es nicht. Nein, ich lächle eigentlich über mich, weil es vielleicht mir nichts gebracht hat, aber weil es so amüsant war für einen rational denkenden Menschen. Aber
Aber ja, Ja, es und ist, im es. Endeffekt das ernüchternde Ergebnis ja auch war, dass du nicht einmal teilnehmen konntest dann an der Sitzung Das ist aufgrund deiner richtig. Krankheit. Ja, aber es Da haben war sie, trotzdem ja, ein genau, Schritt zur richtig, ja. Heilung. Beziehungsweise, ja, die Steps, die haben vermutlich alle dazugehört. Wir kommen jetzt dazu an ganz ein spannenden Thema. Wir müssen über das Thema Frauen sprechen. Das ist Ja, ja bei natürlich. dir immer wieder das Thema, dass du durch, oder beziehungsweise lasse ich dir das beantworten. Du schreibst, dass Frauen für dich sehr wichtig waren auf deinem Weg. Warum? Weil die Frauen eine ganz eine eigene feinstoffliches Gefühl haben. Die Frauen haben einen Kontakt irgendwie, wenn ich das klingt jetzt deppert, wenn das ein Mann sagt, aber zum Universum oder zu einer Spiritualität, zu dem, was zwischen Himmel und Erde ist. Und ich habe kennengelernt und durfte erfahren, dass es das sehr, sehr viel gibt. Und das wurde alles durch Frauen angeleitet. Also ob ich jetzt eben auch zum Guru, ob ich Numerologie, ob ich Grabovoi, die Zahlen gegangen bin, das war alles. Frauen sind da viel bereiter, sich auf das einzulassen und auf was Neues einzulassen. Oder ich meine, Horoskope oder Sterne. So wie ich es auch drinnen schreibe, in dem Buch, wo es eher belächelt, dass sich jede Frau kauft im November sofort das Horoskop fürs nächste Jahr und weiß genau, wann, in welchem Monat irgendwas an Liebe und an Beruf passiert. Du wahrscheinlich auch. Nicht ganz so extrem, aber ja, trotzdem glaube Ja, ich schon, doch, gibt es die doch. Bedeutung der Ja, Sterne. ja. Ja, und die Sterne oder die Konstellationen, ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, es hat schon eine Kraft. Und auch der Mond hat eine besondere Kraft. Ja, und das glaube ich, ja, an die Kraft Genau, des und Mondes. an die Ja, Kraft des da, auf Mondes. deiner Reise hast du ja sehr viel ausprobiert, eben wie du gesagt hast, du warst bei Hexen, Astrologinnen, Numerologie, also eher Ja. esoterisch angehauchte Sachen. Aber trotzdem waren es weh. Also, du hast für mich das Faszinierendste: Die Krankheit wurde 2002 diagnostiziert und du Ja. hast dich dann auch wirklich eine lange Reise begeben und immer wieder mit Rückschlägen, weil alles, was du ausprobiert hast, nichts genutzt hat, obwohl du immer mit voller Hoffnung reingegangen bist. Wie konntest du denn deine Motivation aufrechterhalten? Das ist mein Leben ist so, dass ich einfach nicht aufgebe. Oder ich weiß, ich kann den Unterschied machen, ich weiß, ich kann verändern, ich weiß nur nicht wann und ich weiß nur nicht wie. Und ich habe nie an mir gezweifelt, weil es keine Alternative gibt. Soll ich jetzt da in Tränen verfallen oder soll ich da jetzt in Tränen ausbrechen, wie ich es bei der Wehre gemacht habe, was ein anderes Thema ist. Auf das kommen wir dann auch noch zu sprechen, ja. Aber ich bin ein positiver Mensch und ich weiß, Schön. es gibt eine Lösung. Und ich sage das auch immer meinen Kindern und die glaube ich, lernen da einfach so, wie ich bin, viel von mir. Das ist ja eine wunderbare Lebenseinstellung, die ich auch mit dir teile. Man findet für jedes Problem eine Lösung. Allerdings, wenn du so viele Jahre, so viele Dinge probierst und selbst die Schulmedizin sagt, finde dich ab mit der Diagnose, es gibt Ja. keine Heilung und eben du so viele Etappen durchgehst und immer wieder Rückschläge erleidest, das ist für mich so bewundernd und faszinierend, dass du trotzdem immer dran geglaubt hast. War da nie ein Moment, wo du dachtest, so, jetzt gebe ich auf, jetzt ist es so und ja, ich beuge mich dem Schicksal? Nein, weil, ob ich mich jetzt dem Schicksal beuge oder was oder weitergehe, hätte nur das Resultat gehabt, wenn ich mich dem Schicksal beugen würde, dass ich aufgebe und dass ich in Traurigkeit verfalle und nichts Neues mehr mache und keine neuen Projekte mehr mache. Und das mache ich nicht, sondern es geht immer weiter. Und wenn ich halt jetzt schlechter gehe, dann gehe ich halt jetzt schlechter, aber ich kann halt nur gehen. Und ja, und jetzt werde ich mir irgendwie einen Elektroscooter kaufen mit einem Sitz. Es gibt immer was, ja. Es ist Es gibt ja, immer eine Lösung, es ja. hört ja nicht auf, es hört ja nicht auf. Ja. Du bist ja ein sehr sympathischer Mensch, mit dem man gleich warm wird und du hast da sehr liebe Freunde, die sie allesamt immer sehr gesorgt haben und mit dir gemeinsam auch immer auf der Suche nach Lösungen waren, wie du zur Heilung kommst. Und Immer, ja. dann war ein entscheidender
Weg beziehungsweise ein entscheidendes Treffen, wo du in Richtung der Therapie, die dich dann im Endeffekt geheilt hat, gekommen bist. Genau. Eben, ich möchte das Thema Therapie ansprechen, die du gemacht hast, die autologe hämatopoetische Stammzellentransplantation. Das hast du sehr schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Wenn du es noch zehnmal sagst, dann sagst du autologe hämatopoetische Stammzellentransplantation. Okay. Jetzt, was ist das für eine Therapie? Ja. Also das ist eigentlich eine sehr radikale Form der Immuntherapie, kannst du sagen. Was passiert, ist eigentlich theoretisch relativ einfach. Du aktivierst zuerst die Produktion der Stammzellen in deinem Rückenmark. Diese Stammzellen macht man mit Steroiden, mit allen möglichen Cocktails, die du intravenös bekommst. Fühlt sich dann super, bist super drauf. Und dann schließt man dich an so eine Zentrifuge an und etwa 6 Stunden dauert das und dann ist dein ganzes Blut, wird durch die Zentrifuge geschleust und die Stammzellen werden aus dem Blut gefiltert. Das ist sichtbar. Das heißt, du siehst in einem kleinen Sackerl, das da außerhalb dieser Zentrifuge ist, siehst du in einem kleinen Sackerl, wird immer mehr so Stammzellen reinkommen. Und das, wenn man das gegen das Licht hält, das schimmert perlmuttartig, ja, das ist ganz eigen. Und dann hast du halt diese Stammzellen, die werden dann, die werden auch gezählt, die Maschine zählt das. Bei mir waren es über 200 Millionen. Und die gehen dann in die, ja, die werden dann eingefroren. Und dann beginnt die Radikalität eigentlich, dass dann sagt man, du tötest jetzt das Immunsystem, alles. Warum? Weil die MS eine Erkrankung ist das Immunsystem. Irgendwas macht dein Immunsystem, hat irgendeine Information, irgendwo, keiner weiß warum und wo die ist, dass sich der Körper gegen sich selber wendet. Der Körper, wenn das Immunsystem nicht abgelenkt ist durch irgendwelche Medikamente, die ich ja vorher genommen habe, wenn er nicht abgelenkt ist, dann greift er deine Nervenzellen an und knappert langsam diese Myelinschicht um die Nerven ab. Egal wo, entweder im Kopf, im Rückenmark, irgendwo. Du kannst nicht gehen, du kannst nicht sehen, du kannst nicht mehr denken. Irgendwie so. Und die Theorie ist, du tötest jetzt das gesamte Immunsystem, du löscht es. Mhm. Weil du weißt nicht, wo diese Information sitzt. Vollkommen egal, du knallst alles nieder. Das heißt, mit einer Chemotherapie, genau. Das heißt, vier Tage lang wirst du vergiftet eigentlich. Ja? Ja. Das Immunsystem wird auf Null gefahren. Und genau. Dann neu zu programmieren, eben mit der Stammzellentherapie. Genau, also Immunsystem ist tot, alles Null. Und dann eigentlich, du brauchst die Stammzellen, deine eigenen, schnell wieder, damit das Immunsystem sich wieder aufbaut. Und dann wird alles wieder wie neu. Und das ist dann passiert. Ja? Und seitdem sage ich, all das, was in dem Immunsystem drinnen war, ist gelöscht. Ich habe diese Krankheit nicht mehr. Ich bin MS-frei. Ja, ich kann schlecht gehen, weil ich vorher auch schlecht ging. Ich werde wieder besser gehen, weil ich viel dagegen tue. Bekomme die Krankheit aber nicht. Aber beide mal das Herz schwingen können, Georg. Ja, davon träume ich, liebe Niki. Ja. Warum ist die Therapie in Russland ausschließlich möglich? Beziehungsweise nicht ausschließlich, ist, glaube ich, in Amerika auch möglich. Aber warum gibt es das nicht in Österreich, wenn das der Weg zur Heilung ist? Genau. Es gibt auf der ganzen Welt etwa 20 Kliniken, die das machen. Führend ist eine Klinik in Russland, wo ich war, die Pirogov-Klinik. Wir arbeiten schon seit 20 Jahren damit. Und dann gibt es eine Klinik in Mexiko, die sind auch sehr, sehr erfolgreich. Dann gibt es in Chicago, in Amerika, in Italien, in Deutschland, überall wird sowas gemacht. In Deutschland zahlt es auch teilweise schon die Krankenkasse, aber bei uns nicht. In der Schweiz wird es gemacht, auch als Studie. Dort wird es gezahlt, wenn du in diese Studie reinkommst. Aber in meinem Alter, und ich bin jetzt 54, ich war damals 52, mit 50 nehmen sie gar nicht mehr.
Also, aber in Russland schon. Und in Russland haben sie über 2000 Patienten jetzt gemacht und der Erfolg ist, dass du zwischen 75 und 85% oder teilweise 90% derjenigen, die das gemacht haben, in einem Zeitraum von 5 Jahren, nach 5 Jahren keine Auswirkungen mehr gehabt haben. Viele sind, haben wieder gehen können. Einige sind aus dem Rollstuhl sogar rausgekommen. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Und bei mir hat es die Krankenkasse abgelehnt. Begründung, es gilt noch als experimentelle Technologie, Therapie. Du musst auch wissen, dass natürlich so eine Form komplett von der Pharmaindustrie abgelehnt wird, weil du kein Pharmapräparat brauchst, sondern du machst einmal 4 Tage, machst du eine Chemo und das war's. Wieder Ich nehme Therapie. jetzt seit 4 Jahren seit 4 Jahren keine Medikamente mehr gegen die MS. Vorher hatte ich ein Medikament genommen von Novartis, eine Tablette, war super, keine Spritze mehr. Aber du kostet, die Therapie musst du jeden Tag nehmen. Ein Monat kostet so viel wie eine Unze Gold. Über 1000 Euro. Wenn man es im Verhältnis stellt, Und wäre das dann zahlt die die Therapie, Krankenkasse, genau. Die erstens Therapie, würde es die Heilung bringen genau. und auch kostengünstiger. Die Okay, Therapie krass. kostet 50.000 Dollar Also in Russland. du sagst, du bist geheilt, du hast da seither keine Genau. Schübe gehabt. Im Gegenteil, Nein. es geht immer weiter in Richtung Besserung mit den Beschwerden, die davor waren. Also mit Besserung, da bin ich leider noch nicht so weit, aber ich bin MS-frei. Ich habe jetzt gerade wieder ein MRT gehabt, also keine neuen Läsionen, alles gut. Wie gesagt, mit dem Gehen habe ich noch meine Probleme, aber da arbeite ich dran und das wird wieder gut. Okay. Ich würde jetzt gerne ein paar Fragen stellen, Ja. die an uns gerichtet worden sind. Kann das jeder, die MS-Diagnostizierte, machen lassen, so eine Therapie? Also, das hast du vorhin schon Also schon, kurz ich angesprochen. kriege viele solche Anfragen, auch Leute rufen mich an, sehr berührend, dass ihre Kinder das haben und so weiter. Ich bin kein Arzt und ich kann das nicht beurteilen. Die Beurteilung hat immer der Arzt. Und mittlerweile kennen einige schon diese Therapie jetzt in Österreich, auch durch meine Auftritte wird das ein bisschen ins Bewusstsein jetzt gekommen, kommt Ja. das ins Bewusstsein. Im Grunde kann das jeder machen. Und vor allem die Kliniken in Russland und ich glaube auch in Mexiko, die nehmen auch jeden in jedem Alter. Es gibt immer, weil es gibt entweder hört es auf oder es hört auf und es gibt sogar Verbesserungen. Und es gibt da unterschiedliche Formen der MS. Im Grundsatz gilt es für, egal ob du es schuhförmig hast, ob du es schleichend hast, du kannst es für jeden machen. Und es geht auch für andere Autoimmunerkrankungen. Genau, das war Aber nämlich das, auch eine Frage, ob es auch ja, anderen es gibt auch Autoimmunerkrankungen. für andere Also da muss man sich einfach Autoimmunerkrankungen. individuell natürlich dann Einfach, anpassen. genau, die Homepage ist hsct-russia.com, also Heinrich Siegfried Cäsar Betroffene, die Theodor-Russia.com. dürfen da sicher auch schreiben und du Tja, die schickst dürfen ihnen das die Homepage schreiben, das auch ist mal. die, und dort steht auch, für welche Krankheiten das Das sonst Schöne noch ist ja, dass gemacht du wird. mit deiner Geschichte und mit deinem wunderbaren Buch auf das aufmerksam machst, dass man sie nicht Ja. geschlagen geben muss, sondern einen Ja. Weg gibt einen Weg. Und dann natürlich muss jeder individuell abstimmen, was für einen passt. Auch finanziell natürlich, es ist ein großes Ja, Thema, aber natürlich. das steht eh im Buch genau beschrieben. Eine Frage war, hast du deine Ernährung umgestellt? Das Thema Ernährung, so wie ich es im Buch schreibe, ist für mich wahnsinnig schwierig. Erstens mal, weil ich auch alleine lebe und ich koche mir zwar selber was, aber ich weiß bei der Ernährung, das müsste ich umstellen. Ich müsste keinen Zucker essen, ich müsste kein Weißbrot essen. Manche sagen sogar auch glutenfrei essen. Vegan oder Vegetarier, ich esse kaum Fleisch, also das ist es nicht. Aber ja, das muss man auch tun. Was ich, Dient der ja, weiteren Genesung ja, mehr. ja, ja, was ich tue, du musst, was das der Arzt auch sagt. Also es gibt ein großes Credo des Arztes, von Dr. Fedorenko, und der sagt, ich habe gesagt, was soll ich nachher machen? Sagt er, good mood, good food,
Und ich habe es dann ergänzt, lots of love. Das ist so, ja, genau. Genau, ja. Betreibst du momentan Sport? Ich kann es leider momentan nicht. Also du musst dir so vorstellen, also jetzt kann ich, habe ich ein Problem mit der Hüfte bekommen, ein mechanisches, aber das ist, geht auch wieder weg, das ist wurscht. Aber du musst eigentlich sehr gezielte, auch langsame und leise Bewegungen machen deiner Beine. Du musst das bewusst ansteuern und das ist ein mental unheimlich hart eigentlich, weil du, das ist nicht so wie im Fitnessstudio, dass du schwitzt und jetzt machst du 50 Kniebeugen und 50 Sit-Ups und dann schwitzt du, sondern das geht, du machst 10 Sit-Ups oder du konzentrierst dich so, dass du das richtig machst. Du hebst dir die Beine so, dass sie sich dann heben, wenn du es willst. Also das, aber es ist trotzdem auch zu vergleichen mit einem Fitnesstraining, das mentale Training, weil da ist es ja auch sehr wichtig, das immer wieder durchzugehen, um die Bahnen sozusagen im Kopf zu festigen. Das beschreibst du ja auch in deinem Buch, dass du dein Mentaltraining regelmäßig machst. Und mit deiner wichtig, Stärke und deinem Kämpferwillen bin ich wirklich überzeugt, dass da auch in dem Bereich, gerade mit dem Bein und so, da nach und nach sich besser einstellt. Also das ist ganz entscheidend und das Buch heißt ja die Blackjack-Strategie gegen Multiple Sklerose. Ich dachte ja, der Blackjack sei diese Therapie. Aber im Zuge auch des Buchschreibens, auch wieder inspiriert von Frauen, bin ich dann auf diese, noch viel mehr auf diese geistige Ebene gekommen und diese Selbstheilungskraft des Körpers. Und das ist die wahre Stärke, die man eigentlich hat. Und da gibt es Techniken, da gibt es Mindpower, Visualisierungen, Affirmationen, die man machen kann und machen soll. Und damit kann man sein Leben eigentlich steuern. Und da kann man nicht früh genug anfangen, auch wenn du keine Krankheit hast. Du kannst dir dein Leben visualisieren und steuern. Das ist nichts Esoterisches. Ich bin ja bei dir. Ich bin ja auch Mentaltrainerin. Also ich praktiziere jetzt nicht. Ich habe den Lehrgang zur Diplom-Mentaltrainerin gemacht. Und mit dem positiven Denken und Gedanken, Bildern, Visualisierungen, Affirmationen ist sehr, sehr viel möglich. Genau. Also da bist du sehr am richtigen Weg. Und ich habe jetzt eine neue Affirmation, ich sehe uns beide tanzen. Das ist super. Ja. Jetzt habe ich ein neues Bild. Das ist eine schöne Affirmation. Ich freue mich auf unser Tänzchen. Ja. Ja. Genau. Wie ist jetzt die Prognose für dich? Was ist jetzt der Stand? Die Prognose ist auf die Viers. Und gehen wir. Das ist die Prognose. Ja. Eine sehr persönliche Frage ist auch gekommen. Es haben sich sehr viele den Beitrag, also die Sendung mit der Vera angesehen. Mhm. Und das war dann sehr emotional. Und wir haben die Frage bekommen von einigen, warum hast du geweint? Also mich hat die Frage überrascht, weil ich habe das sehr gespürt, warum du geweint hast. Aber die Frage ist gekommen, warum hast du geweint? Also das... Die sie ist ja wirklich ein Schningel, die Vera Rosshorn, weil sie hat mich das letzte Zitat aus meinem Buch vorgelesen. Das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Und das waren Tränen der Freude und der Kraft, weil sie hat mir das so vorgelesen und es wurde mir so bewusst, was ich da eigentlich geschafft habe und was für eine Kraft ich habe, um anderen Menschen zu helfen und andere Menschen zu inspirieren. Und wenn ich mir anschaue, was für E-Mails ich bekomme, Leute rufen mich an, die einfach nur mit mir reden wollen und die auch den Kontakt zu der Klinik haben wollen, dann weißt du, warum ich geweint habe. Ja. Ich muss ehrlich sagen, als Zuseherin habe ich es auch so empfunden, es waren so befreiende Tränen, was du geschafft hast, auch welche Inspiration du jetzt weitergibst für Betroffene, die jetzt schon eine Anleitung haben, was du die erst hintappen hast müssen, die ganzen Erfahrungen, die du machen hast müssen. Und das war so dein Ab, also das ist eigentlich in meiner letzten Frage enthalten, was ist dein Ziel mit dem Buch? Und da würde ich gern, dass du vielleicht die Worte wiedergibst, die eben damals zum Weinen gebracht haben. Das ist das letzte, wirklich das letzte aus meinem Buch hier,
wo du mich als Joker siehst und hier als König. Und ich habe ja auch diese Karten dazu gemacht. Aber das Letzte ist eigentlich, wenn ich auch nur einem Menschen Hoffnung und Lachen gegeben habe, wenn ich nur einem Menschen nach seiner Diagnose den Ausweg gezeigt habe oder ihn vor dem Rollstuhl bewahren kann, dann weißt du, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ja, Ich sehr gut. weine jetzt nicht. Georg, wo gibt es denn dein Buch zu kaufen? Wo erhält man das? Gibt es als Ü Hörbuch oder natürlich es, als... als Hörbuch gibt es noch nicht, obwohl ich mir das auch schon überlegt habe, weil das Ja, du eigentlich hast so ja cool wunderbare wäre. Stimme. Danke. Es gibt bei Thalia überall, es gibt es bei Amazon zu bestellen. Jeden Buchhandel kriegst du das. Ich habe auch bei mir auf der Homepage einen Webshop. Also am gescheitesten ist aber wahrscheinlich zum Thalia zu gehen oder Amazon. Nicht Amazon, Thalia gehen. So. Also, Amazon ich aber habe auch. dir aber das Buch auch gelesen und es hat mich wirklich auch berührt. Und es ist teilweise auch lustig, es ist inspirierend, es betrifft einen auch. Also, es macht einen schon betroffen, wenn man Ja. ja, die Wege und die Hoffnung spürt und dann immer wieder die Niederschläge. Aber es ist wirklich sehr empfehlenswert und wird immer mehr so, dass man es dann gar nicht weglegen kann, wenn man jetzt wissen will, wie geht es weiter, was passiert. Und das ist da wirklich wunderbar gelungen. Da war jetzt auch ein schöner Kommentar von der Luisa Autziger, dass sie auch jemanden kennt, also auch, dass das Mentale so wahnsinnig wichtig ist. Und das stimmt. Also du kannst wirklich mit der Kraft des Geistes wahnsinnig viel tun. Und da brauchst du jetzt nicht eine schwere Krankheit haben, sondern Ist einfach nur, richtig, ja. wenn du Probleme hast, es ist viel mehr als positiv denken, es ist positiv lenken. Ja, Ja. die positive Lösung sich vorzustellen und Mhm. dann den Weg in diese Genau. Richtung zu gehen und keine anderen Bilder, keine negativen Bilder mehr zuzulassen. Das ist ein eigenes Thema, über das können wir auch mal reden. Und ist ja auch nicht immer so einfach, wie wir das jetzt dahin sagen. Also das ist schon auch Arbeit und Training, das permanent zu wiederholen und Ja. ja, Georg, ich darf mit Ja. vielen, vielen Dank. Ich habe auch Sehr gesehen, es gerne. wurden immer wieder mehr, weniger, aber Es ist immer so. viele So wie interessierte Zuseher und es ist so wie im Leben. Sie steigen ein und sie steigen aus im Zug. es ist mir wirklich eine Freude, dich erstens persönlich zu kennen, eh schon über einen längeren Zeitraum, weil du wirklich ein sehr inspirierender Mensch bist, eine sehr bereichernde Persönlichkeit, sehr sympathisch, authentisch. Und ja, es ist wunderbar, dass du die Heilung jetzt erfahren darfst und hast da wirklich viel dafür getan, nie aufgegeben. Danke, dass du die Zeit genommen hast und eben auch schön, Ich dass du danke dir. Ich danke dich dir. War dafür wirklich super. interessieren, dass du inspirierst und hoffentlich auch einen Weg zur Heilung finden. Und wenn ich Genau. mit den Worten aus deinem Buch schließen darf, was du dir jeden Tag in der Früh in den Spiegel sagst, Georg, du bist König und Ass in deinem Spiel. Du bist der wahre Black Jack. Genau. So, schau. Ich bin der Blackjack. Ja. Du bist der Blackjack, der du jetzt zuschaust. Ich Genau. danke dir Hast vielmals, Niki. War wirklich super, mit dir zu plaudern. ich Vielleicht haben danke wir, dir. wenn wir nur einen erreicht haben, dem das was bringt. Und ich glaube, das haben wir getan. Ich glaube, dass wir mehrere damit erreicht haben, weil im Vorfeld, seit wir jetzt gepostet haben, dass wir heute den Talk haben, haben wir mich immer wieder Leute angeschrieben und sind interessiert und eben natürlich hat es auch Skeptiker gegeben, aber ich hoffe, Klar. dass wir die jetzt auch durch unser Gespräch besänftigt haben können, beziehungsweise dass sie so sind, dass sie sich das Buch kaufen und eben eine Chance geben für sich selber. Ja, und es ist schön, wenn man was weitergeben kann und wenn Ja, und du Menschen musst auch Erfolg skeptisch haben. sein. Also die Leute, man muss auch skeptisch sein zu dieser, auch zu dieser Behandlung. Das ist nichts für jeden und das ist auch gefährlich. Also es gibt Leute, die sind gestorben dran, aber sterben, wenn ich über die Straßen gehe, so wie ich jetzt gehe, kann ich auch sterben und viel eher als mit dieser Therapie. Aber man muss sich das, du musst das immer mit deinem Arzt auch besprechen und aber der Weg, der muss halt dann alleine gehen, weil in Österreich kannst du das nicht machen. Ja.
hoffentlich wird sie da vielleicht auch durch dich was ändern. Genau, ich bin immer da. Sehr schön. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zusehen. Gibt es aktuell noch eine Frage, die ihr dem Georg stellen möchtet? Gesehen, man lässt das immer so nahe rangehen, muss ich glaube, ich brauche eine Brille. Das ist schon ist so klein. Nächstes Mal setzt ihr die strenge Brille ist auf. Ist Schasauge ein bisschen, ja. Ah, nein. Ja, ich habe das nur noch in einer Distanz. Es ist ja Mini. Ja, ja, nein, ich glaube, es. Und wir haben ein paar Leute, wir haben ein paar Leute bewegt. Und das ist danke gut. Auch für eure lieben Kommentare. Dazwischen habe ich es immer wieder gesehen. Dankeschön. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, wunderbar. Dann wünschen wir einen wundervollen Abend. Danke fürs Interesse. Danke, Georg, dir. Danke, Niki. Deine Zeit und deine Inspiration. Und wir sind sowieso in Kontakt. Und alles, alles Gute weiterhin. Danke. Tschüss. Dickes Pussel. Danke. Tschüss euch.